Das sind die LTV-Themen vom Dienstag. Chefvisite, Gesundheitsminister Daniel Bahr im Karl-Thiem-Klinikum. Ran an die Basis, Hannelore Kraft auf Wahlkampftour. Und alles für den Tierpark, zweiter Charity-Lauf der EG Wohnen. Mehr dazu sehen Sie hier gleich im Anschluss. Moskito, die große Sommerparty auf dem Altmarkt. Samstag, 24. August ab 18.30 Uhr. Live on Stage Full Power von Simple Black mit den besten und beliebtesten Partyhits. Unterstützt vom Crossrocker DJ Team mit den Sunny Beats von den Plattentellern. Der Eyecatcher, VIP Dome Zelt mit riesiger Showbar und den deutschen Meistern im Showbarkeeping, The Cocktail Brothers. Live und erstmals in Cottbus. The Peep Toast, die Cocktailglasshow mit Witz und Charme an der Showbar. Sowie Jump, Take Off, Fly. Die Trampolinshow der Extraklasse mit Nico Gärtner. 10 Jahre Moskito, die große Sommerparty auf dem Altmarkt. Samstag, 24. August ab 18.30 Uhr. Moskito, enjoy the sunshine. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV Aktuell. Das Cottbusser Karl-Thiem-Klinikum feiert im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Seitdem hat es eine wechselvolle Geschichte durchlebt. Im Zweiten Weltkrieg, fast vollständig zerstört, wurde es danach in nur 3 Jahren wieder aufgebaut. Schon in der DDR entwickelte sich diese Einrichtung zu einem Anbieter umfassender medizinischer Leistungen. Nach der Wende erfuhr diese Entwicklung als CTK eine rasante Fortsetzung. Das Cottbusser Klinikum ist heute eine der angesehensten und wichtigsten medizinischen Versorgungseinrichtungen in Brandenburg. Alles gute Gründe, stolz auf diese Einrichtung zu sein. Doch die Stimmung ist derzeit nicht gut im Haus. Der Termin für seinen Besuch stand schon lange fest. Der Zeitpunkt hätte letztendlich aber nicht angespannter sein können. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr besuchte gestern das Cottbusser Karl-Thiem-Klinikum. Eigentlich wollte er sich die Bereitschaftspraxis und die Notaufnahme ansehen. Über all dem stand aber der Streit zwischen Klinikum und Belegschaft. Vor 10 Tagen wandten sich sowohl die Chefärzte als auch Ober- und Assistenzärzte an die Öffentlichkeit. In offenen Briefen kritisierten sie die aktuellen Arbeitszeitmodelle und die schlechte Stimmung im CTK. Das ging auch an Daniel Bahr nicht vorbei. Die Politik sieht er aber nicht in der Pflicht. Der Bundesgesundheitsminister aus Berlin kann nicht in jedem Krankenhaus mit erhobenem Zeigefinger sagen, wie die Zusammenarbeit laufen soll. Das muss die Belegschaft mit der Leitung besprechen. Ich rate dazu, sich an einen Tisch zu setzen. Wenn da Vorwürfe im Raum sind, dann ist es das Allerbeste, sie an einem Tisch in einem gemeinsamen Gespräch auszuräumen. Laut dem Gesundheitsminister könne zum Beispiel ein Mediator für Fortschritte sorgen. Das Tischtuch sei noch nicht zerschnitten. Eine faire Lösung ist möglich. Denn viele andere Krankenhäuser in Deutschland haben ja bewiesen, dass man gemeinsam zwischen Belegschaft und Leitung auch zu guten Lösungen kommen kann und das Arbeitsklima damit auch gebessert werden kann. Dass das CTK aber auch deutlich positivere Schlagzeilen machen kann, beweist die RegioMed-Bereitschaftspraxis. Patienten werden hier bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen versorgt. Das entlastet die Notaufnahme. Das ist ein tolles Projekt, wo Krankenhausärzte und Niedergelassenenärzte gut zusammenarbeiten. Und davon können die Patienten profitieren, dass sie eine zentrale Anlaufstelle haben, dass sie eine gute Versorgung eben auch zu Zeiten haben, in denen die normale Arztpraxis nicht geöffnet hat. Die Bereitschaftspraxis hat Daniel Bahr also gefallen. Die Idee will er mit nach Berlin nehmen. Die internen Probleme des CTK bleiben aber vorerst an Ort und Stelle. Übrigens, in der kommenden Woche am 27. August sollen alle Probleme in einer Sonderaufsichtsratssitzung noch einmal auf den Tisch kommen. Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis an unsere Kabel-Deutschland-Zuschauer. Ab heute ist es auch in diesem Kabelnetz möglich, LTV digital zu sehen. Damit wird nach jahrelangem Bemühen unser Sender in Cottbus nun endlich flächendeckend digital ausgestrahlt. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist also einen Sendersuchlauf zu starten. Und wenn Sie sich mit Ihrem Fernseher gut auskennen, können Sie die Daten auch manuell eingeben. 122 MHz, Sample Rate 6900 und QAM 64. Das erspart Ihnen unter Umständen eine Neusortierung Ihrer Sender. Und damit zum nächsten Thema. Was ist, wenn prominente Politiker sich in Cottbus die Klinke in die Hand geben? Natürlich, es ist wieder mal Wahlkampfzeit.
Die Bundestagswahl rückt immer näher und Land auf Land ab werben Politiker für Partei und Kandidaten. Auch die SPD ist da keine Ausnahme. Und so lud sie gestern Nachmittag zum Bürgerfest ins Stadthaus ein. Als prominenten Gast hatte sich Bundestagskandidat Ulrich Frese die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, eingeladen. Gemeinsam standen sie bei einer Podiumsdiskussion den Bürgern Rede und Antwort. Und schnell machten beide klar, Deutschland muss wieder sozialer werden. Na, wir haben ja unsere Vorschläge auf den Tisch gelegt. Wir wollen endlich, dass gute Arbeit wieder zum Maßstab wird. Diese ganzen befristeten Arbeitsverhältnisse, Leih- und Zeitarbeit, das gibt den, insbesondere den jungen Menschen keine Sicherheit. Und wir möchten ja gerne, dass mehr Kinder geboren werden. Das wird nur gelingen, wenn wir auch ein Stückchen Sicherheit bieten können. Diese Sicherheit erhoffen sich auch Tim Schäfer und Julian Sprenger. Die beiden sind als Student und Azubi eine wichtige Zielgruppe. Und als Erstwähler gilt es gerade, sie zu überzeugen. Also die anderen Parteien, die schwafeln immer so rum, aber ich finde, die SPD hat bis jetzt die ehrlichsten Ansätze gebracht. Und auch in Bezug auf mein wichtiges Thema Bildung, denke ich mal, dass sie da wirklich ihre Versprechen halten werden. Und damit das nicht nur ein Versprechen bleibt, stellen sie auch die Frage der Finanzierung. Und auf klare Fragen gab die Ministerpräsidentin auch klare Antworten. Und wir müssen natürlich bei der Steuer ganz offen sagen, dieser Staat braucht mehr Geld. Er hat immer neue Aufgaben. Jetzt machen wir ganz viel U3-Betreuung, unter dreijährigen Betreuung. Wir haben Familienzentren, Sprachförderung. Ich muss in Nordrhein-Westfalen 5 neue Maßregelvollzugseinheiten bauen. Immer muss ich mehr Geld ausgeben, aber gleichzeitig soll ich die Schulden nach unten bringen. Das kann nicht funktionieren. Deshalb ganz offen, wir brauchen von denen, die ganz besonders gut verdienen, den oberen 5%, brauchen wir mehr Steuereinnahmen, damit wir das alles auch für die Bürgerinnen und Bürger finanzieren können. Doch die beiden ließen auch nach der Diskussion nicht locker und suchten anschließend das persönliche Gespräch. Und diese Bürgernähe kam an und schafft auch Einsicht. Wir hatten drin schon im Veranstaltungssaal, hatte ich schon gefragt zum Thema Bildung. Und jetzt haben wir das nochmal weitergeführt. Das ist natürlich klar, dass wenn man Geld für Bildung haben möchte, dass man natürlich auch Steuern zahlen muss. Und ich bin dafür bereit, auch mehr Steuern zu zahlen, dann, wenn ich berufstätig bin, um eben in bestimmten Bereichen die entsprechende Leistung zu bekommen, die ich haben will. Und nach dem Gespräch ziehen beide ein positives Fazit. Mir sind die Leute der SPD, also die Politiker, sehr sympathisch. Und es sind auch eigentlich die vertrauenswürdigsten, die ich bisher so gehört habe in dem Wahlkampf. Sie sprechen den Menschen einfach direkt an und das kommt auch beim Wähler gut an. Und gerade wir als Erstwähler jetzt wollen auch wirklich gut informiert sein, hören uns andere Parteien an. Und SPD macht eigentlich für mich, auf uns eigentlich den besten Eindruck. Vielleicht noch als kleines Beispiel, vor 2-3 Tagen war Gregor Gysi von der Linken hier in der Stadt. Und der war total bürgerfern. Er kam kurz vorher, hat eine Stunde geredet, so populistischen Kram. Und man konnte ihm auch keine Fragen stellen, er war wieder weg. Und das ist für mich nicht Bürgernähe und sowas würde ich auch nicht wählen wollen. Und er hat auch den Studenten, den Auszubildenden nicht angesprochen, er hat über die Rentner geredet. Und da fehlt halt der Bezug dann zu uns beiden zum Beispiel und zur Jugend allgemein. Ob und wie die Erwartungen der beiden erfüllt werden, wird sich aber erst nach der Bundestagswahl herausstellen. Ja, und noch einmal zur Erinnerung für Sie, die findet am Sonntag, den 22. September, also in genau 33 Tagen statt. Wir blicken an dieser Stelle, liebe Zuschauer, nochmal zurück auf den Samstag, der am Vormittag ganz im Zeichen eines von der EG Wohnen veranstalteten Familienspektakels stand. Das ist Herr Lehmann, das Schildkrötenmaskottchen des Charity-Laufs 2013. Zum zweiten Mal veranstaltete die EG Wohnen am Samstag diesen Lauf im Spreeauenpark. Jeder Teilnehmer zahlte als Startgebühr 1 Euro und für jede gelaufene Runde spendete die EG Wohnen einen weiteren Euro dazu. Es gab viele Nachmeldungen am Veranstaltungstag, bevor es dann pünktlich um 10 Uhr losgehen konnte. 616 Läufer bahnten sich ihren Weg bei 25 Grad und schönstem Sonnenschein durch den Spreeauenpark und angrenzenden Tierpark. So viele Besucher finden die Elefanten sicher nicht jeden Tag vor. Für Verpflegung und ausreichend zu trinken wurde gesorgt. Ob groß oder klein, Schritt für Schritt wurden die Runden gezählt. EG Wohnen-Vorstand Uwe Emmerling freute sich über die gelungene Veranstaltung. Also ich hoffe, dass wir die Summe vom letzten Jahr knacken, weil die Leute, die laufen, sind sehr engagiert. Und das wird dieses Jahr dann in ein Projekt gehen, was die Kinder Spielplätze erneuert, beziehungsweise zusätzliche Spielplätze wird errichtet. Oder Spielgeräte, besser gesagt, nicht Spielplatz selber. Ja? Also das soll in den Spielplatz gehen auf dem Tierparkgelände. Auch der Oberbürgermeister lobte die Cottbusser in höchsten Tönen.
Als erstes ein herzliches Dankeschön an die EG Wohnen. Tolle Idee, zweite Auflage. Mindestens wieder so viele Teilnehmer wie das letzte Mal. Für eine gute Sache, Sport zu treiben, ist immer eine schöne Sache. Und es ist einfach auch wunderschön in unseren Parks. Und deswegen ist die Location wunderbar, die Idee ist super. Und der Zweck, im Tierpark zu helfen und diese Mittel, die hier laufen, werden praktisch dann für den Spielplatz im Tierpark einsetzen zu können. Tolle Sache. Und wie ich gehört habe, wird es nächstes Jahr eine weitere Auflage geben. Und nochmal ein herzliches Dankeschön und danke, dass so viele, viele gekommen sind. Und zwar aus der ganzen Region. Also wir haben Gäste aus Sachsen zum Beispiel und aus dem Berliner Raum. Das ist ganz, ganz toll. Und viele lieben unseren Tierpark. Und danke an die EG Wohnen. Was bewegte denn die Cottbusser zu so viel Bewegung? Wir wollten was für einen Tierpark tun. Ja? Und außerdem ist EG Wohnen unser Sponsor auch beim Triathlon, beim Kindertriathlon, der jetzt am 31.08. stattfindet. Und da haben wir gesagt, wir helfen natürlich auch EG Wohnen, na, zu einer gelungenen Veranstaltung. Super. Super Stimmung, super Organisation. Also ein Dank auch an alle. Das Wasser klappt super, die Toiletten sind in Ordnung. Man kann sein Gepäck ablagern. Das hat man leider nicht bei allen Läufen hier in der Region. Aber hier, super. Lief gut. Ob die Lauf hier dran teilgenommen? Weil wir ja wissen, dass das für Tiere hier gespendet wird. Und weil es einfach Spaß macht. Weil wir Freunde sind. Am Ende liefen die 616 Teilnehmer 3005 Runden, was zu einer Spendensumme von 3621 Euro führte. Ein tolles Ergebnis. Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Wir hatten über 660 Teilnehmer. Das ist ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis, über das wir sehr, sehr glücklich sind. Auch heute waren wieder alle Sparten vertreten, jung und alt. Wir haben Läufer mit Kinderwagen gesehen, aber auch ganz alte Personen, Rentner. Wir haben Menschen gesehen, die Walking gemacht haben, aber auch Profis, die hier am Start waren. Und gerade diese Masse, dieses breite Spektrum Kinder, Familien, das freut uns sehr. Und die eingelaufenen Spendengelder, die werden wir für den Spielplatz verwenden, um auch da unseren Besuchern wieder was zurückzugeben und sind sehr dankbar, dass die EG Wohnen uns das ermöglicht hat und uns auch begünstigt. Im nächsten Jahr heißt es dann zum dritten Mal Laufen für einen guten Zweck mit Spaß, Freude und einem zufriedenen Herrn Lehmann. Und wir bleiben gleich nochmal bei den schönen Cottbusser Parks, wechseln aber die Straßenseite. Wer sich einmal wie Fürst Pückler fühlen und die Anfahrt zum Schloss aus einer hochherrschaftlichen Kutsche genießen möchte, hat seit diesem Jahr die Gelegenheit dazu. Die Touren in einer offenen, einspännigen Kutsche mit maximal 4 Plätzen fahren ab der Gutsökonomie. Sie sind sowohl über Cottbus-Service unter Telefon Cottbus die 7542 und 3x die 4 als auch im Internet unter cottbustourismus.de buchbar. Die ca. 2,5-stündige Fahrt kostet bei vollbesetztem Wagen 127 Euro. Will man die Fahrt zu zweit genießen, werden 121 Euro fällig. Das Vergnügen ist also nicht ganz billig, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Das, liebe Zuschauer, war's für heute. Wir sehen uns schon morgen wieder, wenn Sie mögen. Dann besuche ich gemeinsam mit dem Landskron-Braumeister Matthias Grahl den Ziegenhof in Gulben. Und natürlich gibt es wie immer etwas zu gewinnen dabei. Bis dahin Ihnen einen schönen Abend und tschüss, machen Sie's gut. Die Polstertauschaktion Alt gegen Neu im Möbelzentrum Großräschen. Egal welche Polstermöbel Sie sich jetzt bei uns aussuchen, nutzen Sie gleich unsere drei Riesenvorteile. Erstens bis zu 1000 Euro Polstermöbel Tauschprämie. Zweitens gratis Lieferung plus Abholung und Entsorgung Ihrer alten Polstermöbel. Drittens sensationelle Sonderfinanzierung ganz ohne Zinsen. Entdecken Sie unsere neue, noch größere Polstermöbelvielfalt. Maßgeschneiderter Komfort für jeden Anspruch. Hier erleben Sie moderne Polsterplanung mit System. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Manche brauchen dafür 6 Tage. Wir schaffen's glatt in 3. Die Cottbusser Nächte vom 23. bis 25. August im Cottbusser Radstadion. Das sind 3 Abende mit Show und kurzweiliger Unterhaltung, gepaart mit rassigem Radsport, wie beim 6-Tage-Rennen. Es sprinten die besten Zweiermannschaft-Profiteams der internationalen und deutschen Spitzenklasse um die begehrten Preisgelder. Die Cottbusser Nächte, präsentiert von der Gebäudewirtschaft Cottbus, GWC, und von 94.5 Radio Cottbus.
Regionale Unternehmen bieten für den Ausbildungsbeginn 2013 noch Ausbildungsplätze für junge Menschen an. Unterstützung bei der beruflichen Orientierung und Vermittlung von Ausbildungsstellen gibt es bei den Spezialisten der Arbeitsagentur. Am besten gleich einen Termin unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 4 4 mal die 5 2 mal die 0 vereinbaren. Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildung suchen und junge Erwachsene ab 25 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung bzw. mit Qualifizierungsbedarf, sollten schnell einen Termin vereinbaren. Cottbusser Nächte. Kartenvorverkauf im Fahrradcenter Lutz Heslich, bei Intersport Wawrock, bei Fahrrad Schenker und in den Filialen der Volks- und Raiffeisenbank. Natürlich auch in der Geschäftsstelle des RK in Spurt 09 und an den Abendkassen. Neblig, trüb und mit leichtem Sprühregen bot der Dienstag keinen schönen Anblick. Gewöhnen müssen wir uns daran aber nicht, denn schon im Tagesverlauf lösten sich die Wolken auf. Bei einem fast freien Nachthimmel sinken die Werte auf 14 bis 12 Grad. Regen brauchen wir dann auch nicht zu fürchten. Mit angenehmen 16 bis 21 Grad geht es in die Mitte der Woche. Einzige Abkühlung bringt ein leichter Nordwestwind. Der Sonne-Wolken-Mix bleibt uns dann auch den Rest der Woche erhalten. Erleben auch Sie im 8. Showjahr einen Abend der Superlative mit Punsch am Feuer, Weihnachtsbuffet und einer fantastischen Show in der alten Chemiefabrik. Dieses Jahr Winterwunderland und Dinner, Broadway-Feeling pur mit Wanda Kay. Stimmgewaltige Interpretationen der ganz Großen des Showgeschäfts. Diese phänomenale Show dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Vom 29. November bis 20. Dezember, immer donnerstags bis samstags, Winter Wunderland und Dinner, Ihre Weihnachtsfeier der besonderen Art. In der alten Chemiefabrik, jetzt das Firmensorglospaket reservieren, Weihnachtsbuffet, Show und Tanz für 59,95 Euro pro Person. Informationen und Reservierungen unter Cottbus 48 3x6 21 oder www.alte-chemiefabrik.de. So, Schluss jetzt, ihr kommt sofort mit nach Hause. Kinder, aufwachen. Ab nach Hause mit euch. Aber wenn ich groß bin, kaufe ich mir doch ein Rennwurm Auto aus Härtel. Sei doch kein Frosch, tauch mal wieder auf. Im Fahrradshop Mühlenberg, Schmelwitzer Straße 119.